Vielleicht hat er einfach nur reingelegt. Du warst aber nur zu nah dran, deswegen habe ich dir das angezeigt. Nein, ich bin hier. Ich bin nicht übergegangen. So, das haben wir doch hier. Den kannst du nicht mehr helfen, Ellie. Lass es sein. Wo kamen die denn jetzt auf einmal wieder her? Das heißt doch, wir haben schon wieder irgendwas richtig gemacht. Wir wieder neue Gegner spawnen. Wir haben einen Schlag bekommen. Weißt du, was ist jetzt hier? Ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Ja, weil es wahrscheinlich eine Vision war. Bei all dem, was hier alles so passiert, würde mich das gar nicht wundern. Grabsteine. Na toll. Das geht mir jetzt auch noch. Jetzt haben wir. Ich mich gerade noch. Geister und sowas zu tun? Okay. Okay. Diese Silberigels können an Wert verlieren, aber Gold ist wertbeständig. Der Bursche hier hatte Karies. Keine Bewegung! Oh. Hauen das die Gründer? Oh, Ende Gelände hier. Also, mir war mal so, also ich will jetzt nicht spoilern, aber eigentlich war hier ein Kampf. Mir war mal so, als wenn hier ein Kampf gewesen wäre, aber irgendwie bin ich zu früh oder sowas. Hm. Mussten ihre eigenen Gräber graben. Schön. Hey, da ist die Mutter. Hey, das ist deine Rabenmutter, die dich nicht haben wollte. Irgendwie bin ich zu früh. Tja. Würde ich mal sagen, gehen wir mal zu Stocktons Haus erstmal. Oh, wer bist du denn? Get in peace. Love Gitter. Ja. Interessant, sie reagiert auf die Grabsteine. Okay. Interessantes kleines Detail. Tatsächlich, wir können wohl einmal richtig im Kreis laufen. Ha, mich soll's nicht stören. Mich freut das sogar. Haben wir einfach eine Ehrenrunde gemacht? Mich würde trotzdem mal der Laden endlich mal interessieren. Ist aber nichts unter der Kasse, ne? Vier Lockpicks jetzt schon wieder. Ich habe Geld gefunden. Guck. Echt? Hier. Oh, cool, das ist sogar meins. Danke. Boah. Ellie. Nicht in die Ecke drücken und fummeln, das wollen wir nicht. Hallo, kommst du denn her? So, mal gucken. Da, diese Banner. Scheint die
die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Naja. Blutrot. Kann man nichts machen. 13 Sachen noch. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende des Spiels, wenn wir noch so viele Sammelobjekte haben. Ach, dann kann man von zwei Seiten hier ran. Ach, das ist ja mal interessant. Voll die Panzerwände hier. Hier liegen lauter tote Vox. Interessant. Zum Ruhme Kolumbias! Was wollt ihr denn von mir? Die sollen sich mal gegenseitig platt machen. Ja, komm mal mit. Die sollen sich mal gegenseitig platt machen. Ich will jetzt hier erstmal gucken, was hier los ist. So wie es ausschaut, wenn wir von hinten rumgegangen sind, dass das Spiel irgendwie gar nichts getriggert hat. Auch nicht schlecht. Wo ist denn der Gatling dann? Finde ich aber lustig. Dass man einfach einmal komplett außen rum gehen kann und schon kann man einfach die ganze Ecke theoretisch umgehen. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich das jetzt hier nicht getriggert. So, schauen wir uns hier nochmal um. Feuer reinigt. Ach, da sind sie ja. Okay, ihr wollt unbedingt Ärger? Okay, dann. So, mal schauen, was es hier jetzt noch gab. Ich meine, wir mussten ja durch eine Tür gehen. Wo ist denn... Wir mussten durch eine Tür gehen. Das muss ja irgendwo hier... diese Tür sein. Alle hingerichtet. Krass. Scharfschütze, Bunker! Aber klar! Geht klar! Ja. Ach, das ist jetzt die andere Seite. Oh, ey, da kannst du dich ja verlaufen. Im Kampf nicht möglich. Ne, die Mucke. Interessant, mit der, also die Musik kannst du sagen, was du willst. Es ist immer wieder lustig, dass sie auftaucht. Den Revolver. Eine Kasse ist hier nicht, ne? Ne. Wenn das Klavier weggeschmissen, war einer nicht mit der Musik ganz so zufrieden. Mehr vom besten Wein, Jack. Zu den Waffen, Brüder! Boah, die arme Frau. Ja, Dolch beim Tarot spielen, okay. Na, dann wollen wir mal. Zeit mit dem Husten, ich weiß auch gerade, was das nicht ist. Okay, räuspert's mich. Heute Nacht schlug der Prophet gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade. Aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemanden die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte?
Ja. Bitteschön. Was war das denn? Oh. Ja, hättest du mal mich nicht angegriffen. Würdest du jetzt eventuell noch dieses ganze Massaker hier überleben? Ich sehe ja hier nichts. Okay, ich sehe mich selber in der Spiegelung des Fernsehers, aber so horrormäßig ist das gar nicht. Ein gut aussehender Junge, der Kerl. So, was hier los? Overkill! Hatten wir doch schon mal. Sag mal, wie oft gibt es eigentlich manche Fähigkeiten in dem Spiel? So, von wo kam ich denn? Hier war der Sniper, hier lang. Ich meine, wir müssen doch bald mal wieder an der Stelle sein, als wir das gemacht haben. Sieht kinderleicht aus. Verstehe ich nicht. Bitte sehr. Danke. Wir werden mal so schlecht hier aus. So, Ruhe hier. Arschgeigen, ich versuche hier gerade was zu looten. Bedankt? Ja. So. So, was machen wir hier jetzt? Strom. Fahrstuhl. Ich glaube nicht, dass ich mich da draufstellen sollte. Passiert nichts. Okay, wofür haben wir das jetzt hier aufgemacht? Wir haben Lockpicks gebraucht und haben Lockpicks bekommen. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Ich habe nichts, was Strom... Habe ich irgendwas, was Strom manipuliert? Nee. Mal Wasser. Pushen geht aber nicht. Dann nicht. Schade. Wofür auch immer das war, keine Ahnung. Ohne Quatsch, man, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist immer noch hier. Das ist doch auch schon wieder ein anderes Gebiet. Naja, ein paar Cent, besser als nichts. Was man hier alles so verpassen kann. Gehst du einmal links, dann kannst du komplett rechts verpassen. Gehst du rechts, verlierst du komplett links. Jetzt weißt du auch, warum hier so komische Sachen sind. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Da hinten sind wir reingegangen. Wir sind da hinten ja irgendwo reingegangen. Ja. Ah ja, jetzt. Eine Insel mit zwei Bällen und der tiefen weiter Meer. Oder Tal? Keine Ahnung. Ich kenne immer nur die versaute Variante von diesem Lied und die habe ich jetzt keinen Bock zu sehen. Schon dabei. Ah, guck mal, Risse gibt es auch noch. Also müssen wir nochmal irgendwo einen Riss aufmachen. Tja. So wie es ausschaut, haben wir eigentlich alles. Warte mal, was ist hier noch? Gar nichts. Tja. Müssen wir mal gucken, wie kommen wir jetzt nach Stockton? Stockton war da. Stimmt, da waren diese roten Panzerplatten oder was das war.
Hier war das genau. Was ist das? In Ordnung. Genau passend. Super. Das wird nicht lange dauern. So. Okay, sie mögen auf jeden Fall die Mutter nicht. Hose des letzten Mannes. Das kennen wir doch schon. Hatten wir auch schon. Ah, guck mal, da ist noch ein Sinn. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte: In ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. Das ist ja so das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Nur weil er ein paar Tippis in seinem Stammbaum hat. Naja. Blut kann Blut tilgen. Da beschließe ich mich definitiv an, aber das andere ist ja völliger Spaß. Hinter diesem Tor liegt Comstock House. Lass doch mal reingehen. Mit einer Hand. Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Wollte ich nach Ihrem Tod vor 19 Jahren. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Oh. Oh, ich habe so eine ganz interessante Idee. Die ist ja erhalten, ne? Kann es sein, dass wir vielleicht jetzt ihren Arm mitnehmen? Ich habe gerade einen Zug gehört. Woher kam denn hier ein Zug pfeifen? Naja. Gut, schön, dass wir uns hier alles so jetzt weit auskennen. Gucken, ob hier neue Gegner kommen. Ach, oder auch nicht. Guck mal, jetzt kann man. Jetzt geht man hier lang. Wo meine Mutter liegt. Interessant. Interessant. Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? Da ist er. Okay, sie können sie wieder herrufen, aber es ist nicht aufgefüllt. Das ist schlecht. Wenn hier was jetzt passiert, ich habe ein paar Sachen schon eingesammelt. War hier vorher auch schon Musik? Hier. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock House rein. Sie ist deine Mutter? Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Ist wahrscheinlich sowieso nur die Stiefmutter. Also können wir das machen. Ich hätte davon gelabert vom Bastard. Und welche Mutter redet von ihrem eigenen Kind als Bastard? Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Ich glaube, das war nicht gerade sehr schlau. Siehst du, Kind? Du bist einem falschen Hirten gefolgt. Und er führte dich auf Abwege. Was ich tue, tue ich. Was zum? Welcher Löwe ist es nicht, wenn sein Junges leidet? Aber Strafe muss sein. Wenn du nicht auf mich hören willst, dann vielleicht auf deine Mutter. Was? Okay. Ich bin Elizabeth.
alles in Ordnung. Wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen... Das ist alles deine Schuld! Kind, du bist die Lüge, die erstmal in Schuss kommt. Hält aber aus. Ich frag mich ja, wenn die Tote aufwecken kann, kann ich dann auch die Waffen aufheben? Ah, dafür ist das Update gut, dass wir so jetzt schneller schießen können mit dem Sniper. Tote haben Geld dabei. Ellie, bleib in Deckung. Haben wir sie? Was bin ich? Mein Gott. Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Ich hab da ein Problem. Fräulein steckt fest. Wie hast du denn das geschafft? Was war ein Pushen? Hast du... Tja... Das Spiel hängt. Ich kann keine neue Mission machen. Und eigentlich müsste jetzt wahrscheinlich was mit Ellie passieren und wir müssten die Mutter verfolgen. Aber leider hat Elisa sich dazu entschlossen, hier leider mal eben einen auf Poltergeist zu machen und sich selber am Schlüpper hochzuheben. Finde den Voxcode. Stimmt, wo war der denn eigentlich? Tja, was machen wir jetzt? Vor allem, wie komme ich denn da rein? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen, weil jetzt hier wird nichts triggern. Kann ich speichern? Naja, am letzten Kontrollpunkt. Ich probiere es mal gucken, was passiert.